Ab geht's. So, wir müssen jetzt halt diese June verfolgen. Aber unauffällig. Wir schauen einfach mal, was sie jetzt vorhat. Ballard is definitely up to something. Dürfen wir auf jeden Fall nicht zu nah an das Auto. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Beziehungsweise nicht auffallen. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Oh, 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 oh. Wir sind, glaube ich, zu nah. Das war knapp. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Ja, bleibt er jetzt da vorne stehen? Ja. Get in there and see what Voll das Biest, ey. So. Schauen einfach mal rein. Okay, da ist er. Also anscheinend will sie telefonieren. Wir gehen mal rein. Don't you? Then make some calls. I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Okay. Das klingt mir ziemlich nach einem Mordauftrag. Und anscheinend hat sie mit ihrem Ehemann telefoniert. Ich weiß nicht, kann ich jetzt schon raus? Kann ich nicht raus? Jetzt vielleicht. So, schnell zum Auto. Und wir schauen mal, ob wir So, what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Ja, was verhindern können. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place. Or he'd done the job properly. McAfee will break a fella's legs just for looking at him wrong. What did you make of the kid? Did you believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? All units in the vicinity in car 11K, 11King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park, 11K code 3, all other units code 2, KGPL clear. Okay, wir haben Code 3. Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. Direkt an diesem Apartment. Gucken, ob wir hier noch jemanden antreffen. You the cops? I tried to stop them. It's room 803, left out of the elevator. Ja. Sind die vielleicht noch oben? Die Sounds like we're about to make it a hat trick of Auftragskiller, sag ich mal.
Give it up, LAPD. Ah, jetzt will Schlägerei los hier. I curse you. Alter, was geht denn ab? Mach dich weg, Junge. So, du kriegst auch noch einen auf die Mütze hier. Zack, 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 zack. So, jetzt nehme ich dich hier. Oder auch nicht. Was macht mein Kollege da draußen? Oh, voll durch die Wand geballert. Okay. Okay, dann haben wir schon mal die Schlägertypen noch abgreifen können. Das habe ich in der ersten Folge nämlich nicht geschafft. Da habe ich mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Are you injured, Mrs. Aber okay. I'm all right now. Horrible, awful men. Perhaps you should sit down, ma'am. Yes, yes. Forgive me, officers. I'm very flushed. I'll just sit down for a moment. That's perfectly normal, ma'am. Take a moment while we look around. Okay. Yes, thank you. Gucken wir mal. This mess. Was haben wir hier? Looks like we found our mermaid. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Okay, also, wir haben einmal da links, ne? Links. Das ist dieser Bishop, ne? Also unser gesuchter Verdächtiger, ne? Der wahrscheinlich Jessica vergewaltigt hat und der eventuell auch den Mordanschlag ausgeübt hat. Und rechts, das ist wohl ein Kumpel von denen, der diesen Laden im Hintergrund, so einen Requisitenladen, besitzt. Wie ist er jetzt? Hopgood. Ne? Und mein geschultes Auge und auch jetzt eures, ne, weil ihr ja meine Folgen schön fleißig guckt, seht, guck an, Meerjungfrau. Ja, man sieht im Hintergrund ein Gebäude mit einer Meerjungfrau davor. Und das ist ja das, was Jessica uns ja erzählt hat, dass sie sich daran erinnern kann, dass dort der Ort war für, ja, sag ich jetzt mal, den Missbrauch. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Und dem werden wir auf jeden Fall nachgehen. Aber wir schauen uns hier erstmal noch ein bisschen anders um. Haben wir noch ein Bild? Looks like the old movie set downtown. Okay, hier sehen wir auf jeden Fall ein altes Filmset, was nicht mehr benutzt wird, was aber noch existiert in Downtown. Ja. Die große Mauer von Babylon. Great Wall of Babylon, a replica of a replica. Okay. Haben wir noch was? Geld. Don't think this is any use to us. Ich hätte es ja eingesteckt, ne? Oh, okay. Ist das hier Zigarrenbox? Also eine schöne Zigarre jetzt. Okay, gucken wir mal. Was ist das hier? Gay Cowboys für Mark Bishop von Dunkwater. Alles klar. So. Zahlen Sie gegen diesen Scheck den Beitrag von $20,000 an. Lorna Hopgood. What do you have to do to earn $20,000? Also der Scheck ging an Lorna Hopgood. Wir erinnern uns, dass ja der Requisiten, Besitzer, Ladenbesitzer, auch Hopgood mit Nachnamen heißt. Also scheint das irgendwie seine Frau zu sein, Freundin, Schwester, Ex-Frau,
das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. Und ja, unterzeichnet halt von Bishop und ja, der Scheck beträgt halt $20.000. Ich drück schon wieder den falschen Knopf. Ja, aber ich werde einfach mal sagen, wir befragen mal die Dame, was sie hier so zu sagen hat. Aus Friedensburg. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No, why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Natürlich weißt du Bescheid. Darum zweifeln wir die ganze Geschichte an, weil so wie sie guckt, kann sie nur teilweise gelogen haben. Beweis haben wir nicht. Nicht wirklich, dass sie wirklich jetzt nicht oder dass sie wirklich mit der, also mit Mrs. McAfee alias June Billard ein Kontakt ist halt so, ne? Aber wir zweifeln die Sache an. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Okay. Fragen wir mal, wo ihr Mann ist. Vielleicht weiß er ja was. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Okay, warum sollte sie da lügen? Gut, sie hätte Gründe dafür, aber es wäre lieber besser, als die Polizei ihn zuerst findet, als die Schläger, ne? Darum, sie verzieht auch keine Miene, deshalb Wahrheit. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Okay. Also Hopgood könnte wissen, wo Bishop sich gerade aufhält. Ne? Also fahren wir da auf jeden Fall als nächstes hin und befragen ihn mal. So, Scheck über $20.000. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Ja, ich bin mir sehr sicher, weil wir ja... Ups. Weil wir ja den Scheck gefunden haben. Natürlich sind wir uns da sicher. Aber es ist seine Ex-Frau, sprich Hopgott, Marlon Hopgott, Ex-Frau, die Lorna Hopgott. Okay, aber wir lügen, nicht wir lügen, sie lügen. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, Detective? Ja. Lag in dein Schlafzimmer. Check über $20,000. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Okay. So, mal gucken. Missbrauch von Jessica Hamilton, dem kleinen Mädchen im Krankenhaus, ne? Your husband was at a casting yesterday with a young girl. Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Oh. Sie weiß auf jeden Fall mehr. Weil so wie sie schaut, weiß sie auf jeden Fall mehr. Darum zweifeln wir die Sache an. Oh. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, Detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. And you think that's okay?
I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, Detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Okay. No. Sagt uns hier, wir sollen telefonieren. Machen wir einfach mal. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thanks. Okay. So, dann machen wir uns jetzt auf jeden Fall da mal hin. Oh. Einfach meinen Hut wieder aufgesetzt. Sehr gut. Genau, wir fahren jetzt einfach zu diesem Requisitenladen und befragen mal diesen Marlon Hopgood. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Ich habe auch keine Lust zu fahren. You can drive. Mein Partner soll mal fahren. So. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Yeah. You'd think she'd have gotten a hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with enough between the ears. Well, she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McCaffey. Okay. So, da haben wir die Meerjungfrau. Wir sind auf der richtigen Spur auf jeden Fall. So, wollen wir nochmal fragen, den Marlon Hopgood, was er zum Aufenthalt von Bishop weiß und zu dem Missbrauch, der gestern stattgefunden hat. Mal gucken, weil es scheint ja Phelps and Bukowski, hier passiert zu sein. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood, how can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Okay, schauen wir uns die doch mal ein bisschen näher an. So, gibt's hier Magazine zum Angucken? Nein. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Okay, dann schauen wir uns hier mal um. Was haben wir denn hier? Ach, guck an. Das sind ja schon ein bisschen ähnliche Köpfe, wie wir am Tatort gefunden haben. Dieser Schrumpfkopf. Aber doch nicht genauso. Ja? Anders aussehend, aber ähnlich. Ja? Auch noch so einliegen. Da läuft noch eine Schallplatte. Fette Zigarre. Sekt. Wein, Champagner, was auch immer. Ja, man. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people?
Ja. Ja, haben auf jeden Fall das Chloralhydrat, was ja bei Jessica im Blut gefunden worden ist. Also sind wir schon mal auf der richtigen Spur. So, das hier weiß ich jetzt. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Weil ich das gesagt habe. One-way mirrors. There's a room on the other side. Okay. Also. Well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. What's that? It doesn't appear to be connected. Okay, it's nichts. Can't be that way, Phelps. Get a rat through there. Okay, das ist eine Toilette. Wir können sich wahrscheinlich Weibers frisch machen, keine Ahnung. Ja. Schauen uns jetzt hier auf jeden Fall nochmal um. Ich gehe zielstrebig dorthin. Oh mein Gott! Da ist halt der gleiche Schrumpfkopf. Nein, ich wusste es halt jetzt schon. Bitte verzeiht mir das, aber tut so, als ob ich das nicht. Als ob das jetzt eine totale Überraschung gewesen wäre. So, genau. Also wir sehen hier auf jeden Fall den Schrumpfkopf, oder den gleichen Schrumpfkopf. Wie wir auch am Tatort gefunden haben. Also zieht sich die Schlinge echt zu. Für Bishop oder Hopgood. Also die beiden sind auf jeden Fall total verdächtig, weil wir ja jetzt diesen Schrumpfkopf hier haben, ja, der auch am Tatort gefunden worden ist. Also ein anderer natürlich. Das Chloralhydrat gefunden haben. Die Aussage von Jessica, dass sie sich an eine Meerjungfrau am Laden erinnern kann. Also die Beweise sprechen auf jeden Fall extrem dafür, dass die das waren. Oder einer davon. Das wissen wir halt noch nicht. Ihr wisst es noch nicht. So, das hier fand ich total witzig. Dieser Gang hier nach hinten. Der keiner ist, sondern nur ein Bild. Und rucki zucki haben wir den Raum dahinter. Ja, hier sehen wir auf jeden Fall Bilder von anderen Damen, vielen Damen, anderen verschiedenen Damen, verschiedenen Damen. Junge Damen, viele Damen. Jetzt nochmal von der anderen Richtung. Sprich, wenn dort dann irgendwas passiert, kann man das hier schön aufnehmen. Und schon hat man einen, Schmuddelfilm. Ja, ich finde es total pervers, weil es ja vor allen Dingen gerade jetzt Jessica betroffen hat, die ja doch sehr jung ist und das geht überhaupt nicht. Kindesmissbrauch geht überhaupt nicht. Ja. Geht überhaupt nicht. Hier auch noch eine tolle Überraschung. Das Bad, beziehungsweise die Toilette. Selbst da wird beobachtet, ne? Also es ist echt übelst pervers. Und ja, wie gesagt, geht überhaupt nicht. Das scheint hier eine Filmrolle zu sein, wo Mark Bishop und Jessica Hamilton draufsteht. Okay. Scheint ja vielleicht der Film zu sein, der den Missbrauch aufgezeichnet hat. So what happened to the film of Hamilton? Aber leider ist er leer. Aber das lässt ja darauf schließen, dass der Missbrauch auf jeden Fall stattgefunden hat und dass Jessica und Bishop auf jeden Fall gestern oder vorgestern hier da waren. Ja? Auf jeden Fall. So.
Bishop Pictures, Titel Jungle Drums. Mark Bishop, Adresse, Ecke 8, Straße, bla bla bla. 8. Straße, Francisco, bla 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 bla. 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Okay. Also das ist das alte Set, was wir vorhin schon mal auf dem Bild mal gesehen haben. Und jetzt haben wir dazu die Adresse. Ja, das ist dieses Jungle Drum Set. Und ja, das war schon mal gut. Gut, wir hätten es bestimmt auch über die Zentrale rausbekommen. Aber das ist halt jetzt nicht mehr nötig. Ne?